So, und willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Spirit Tracks. Ich muss gerade mal meinen Zettel sammeln. Hier, so. Also, ich habe das jetzt alles so aufgeschrieben. Ich weiß nicht. Soll ich euch erklären, warum? Ja, ich mache das nochmal eben kurz. Also, ich werde Norman mit Gelbwei in ein Team packen. Norman mochte keine Leute mit Bärte. Und Gelbwei hat offensichtlich hier keinen Bart. Gelbwei mag keine Leute mit blauer Kleidung und mit einem halben Geweih. Aber Norman hat kein halbes Geweih. Dann noch Agent Gelb. Agent Gelb mochte da keine ganzen Geweihe. Deswegen packe ich ihn mit dem Chef zusammen. Er hat offensichtlich kein ganzes Geweih. Ungeweih mag kein Gelb. Und ich werde ihn mit Weibart zusammenstecken, der keine ganzen Geweihe mag. Geweih hat kein ganzes Geweih und Weibart ist nicht gelb. Deswegen müsste das alles so hinhauen, denke ich mal. So, hast du die Teams ausgeknobelt? Ja. Oh, prima. Lass mal sehen. Oh Gott. Ich brauche wieder meine Liste. Also Norman. Norman. Und Gelbwei. Agent Gelb und der Chef. Und Ungeweih und Weibart. So. Das tolle Symbol. Dülülü, Symbol, das tolle Geräusch. Das typische Rätselgelöst-Zeug. Wie? Was? Das? Das ist es. Ich meine, das passt zu dem, was ich mir überlegt hatte. Klar, du hattest keine Lösung und ich schon. Haha. Ich wollte es nur noch mal überprüft haben. Du hast einen roten Rubin erhalten. Er ist 20 Rubine wert. Sammle Rubine und gib sie im Laden aus. Was willst du denn jetzt noch hier? Also. Ah ja, das hatte ich vor lauter Freude ja völlig vergessen. Du wolltest ja zum Schneeschrein. Ich habe ja versprochen, dir zu sagen, wie du Turbin findest. Der Schneeschrein ist gar nicht weit weg von hier. Da also? Aber ohne Schienen kommst du da nicht hin. Aber es gibt da diesen alten Tunnel. Wir nehmen den nicht mehr. Da haust seit Jahren nämlich ein Riesenmonster. Wir Anuki sind keine Kämpfer, deswegen halten wir uns da fern. Es ist gefährlich, aber der einzige Weg zum Schrein. Der Eingang zum Tunnel ist hier. Aber sei bloß vorsichtig. Okay. Hier ist also der Eingang zum Tunnel. Gut. Wenn dir etwas passieren würde, dann würde ich mich schlecht fühlen, weil ich dir das verraten habe. Tja, und ich würde mich wahrscheinlich genauso schlecht fühlen, weil ich wahrscheinlich tot wäre oder Schlimmeres. Ja, ich bin immer so optimistisch. Ich weiß, ich will das mal eben hier wegradieren. Das nervt mich nur. Das ist vielleicht eine Kleinarbeit. Kann man hier nicht ein bisschen das Radiergummi größer stellen? Da gibt es hier nicht eine Funktion, alles löschen? So, weg damit. Jetzt haben wir's. Gut. Riesenmonster. Ich habe keine Lust, gegen Riesenmonster zu kämpfen. Ich spreche aber mal nochmal mit den Leuten und frage, gucken, was die jetzt sagen. Danke fürs Einteilen. Gute Arbeit. Es das heißt, du willst zum Schrein? Du weißt schon, dass du dafür durch diesen gruseligen Tunnel musst. Ich spreche mal noch kurz mit allen Leuten, mal schauen, ob die mir noch irgendwas Nützliches sagen. Ah, die Einteilung ist fertig. Danke, dass du einen Teampartner für mich gefunden hast. Tja, ich bin gut. Und überhaupt nicht eingebildet. Nein. Da. Endlich haben wir unsere Teams. Danke. Gleich beginnt meine Schicht. Was? Wie ich kämpfe? Genau. Also, nun, ja. Auf jeden Fall voller Leidenschaft. Das heißt also, volle Leidenschaft, aber ohne Plan. Okay. Ich dachte gerade, der Postkasten wackelt. Ich habe schon mal los. Danke, dass du bei der Einteilung geholfen hast. Und halt dich vom Tunnel fern. Wer weiß, was da drin ist. Zu spät, da werde ich leider rein müssen. Oh, ich werde schon wieder müde, verdammt. Wie ich höre, willst du zu diesem Tunnel? Das solltest du besser bleiben lassen. Willst du wissen, warum? Warum? Nun. Ja, das wüsstest du wohl gerne, was? Ja. Ist das nur so ein altes Gerücht, dass da irgendwas drin haust und keiner hat es jemals. Ey! Ich habe nicht gesagt, dass du durch die Tür gehen sollst. So. Gott, und ich werde schon wieder müde und ich muss mir mal eben aufschreiben.
Das hier. So eine Spalte ist. Da wird wahrscheinlich später irgendwie eine Schatztruhe durch erreichbar sein oder so. Oder vielleicht so eine kleine extra... Keine Ahnung. Irgendwas wird da später bestimmt möglich sein, wenn man irgendwie Bomben hat oder so. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, sind wir jetzt hier fertig. Wir können aber ja mal kurz speichern. Fällt mir gerade mal so ein. Ja. Ja. Puh. Und sonst... Warum bin ich jetzt plötzlich so müde? Ich war die ganze Zeit nicht müde. Ach ja, muss sie ansprechen. Endlich wissen wir, wie wir zum Schrein kommen. Das hat ganz schön Nerven und Gehirnschmalz gekostet. Ich hab dir ganze Arbeit gemacht. Los, jetzt fahren wir zu Turbin. Genau. Dann fahren wir. Offensichtlich. Dieses Geräusch, das er dann immer macht, ey. Wahnsinn, ich verstehe überhaupt nicht, warum ich jetzt so müde bin. Auf jeden Fall, ist das da... Also hier ist ja irgendwo dieses Ding. Ich gucke mich mal schön um. Vielleicht begegnen wir ja noch dem einen oder anderen Schneehäschen. Oh, ich habe ein Schild abgeschossen. Ich glaube, das war blöd. Hopsala! Aber das hat bestimmt niemand gesehen, ne? Bestimmt nicht. Los, Häschen, kommt her. Ich will euch einfangen. Sammeln. War da ein Häschen? Nein. Oh Gott. Sterbt schon. Geht mir aus dem Weg. Gottes Willen, habe ich mich jetzt erschreckt. Oh. Ich keine Peilung von irgendwas. Oh, ich bin immer so verpeilt. So, ich glaube, da war noch einer, ne? Ja. Okay. Und jetzt sind wir anscheinend in dem Tunnel drin. Oh, da fahren wir durch. Okay. Was folgt uns jetzt? Nee. No shit, Sherlock. Ah, was ist das? Sieh doch. Ist das ein Insekt? Sieht für mich aus wie eine Monsterkrabbe mit einem Auge. Marathon schießen. Ah, flieh schnell. Ja, mein Gott, ich fliehe doch. So schnell ich kann. Aber leider ist das Ding auch relativ hartnäckig. Und es wird immer schneller. Oh Gott. Ich will raus hier. Da bist du nicht die einzige Zelda, du blöde Kuh. Halt die Fresse. Oh Gott. Hilfe. Ich will nicht sterben. Gott, das wird immer schneller. Ah, flieh schnell. Ja, mein Gott, ich kann leider nicht schneller. Bringt das was? Wahrscheinlich eher nicht. Vier. Oh, was das? Was das? Sieht aus, als ob es verreckt, oder? Verreck. Los, verreck. Ja, es ist verreckt. Jetzt alles gut. Okay. Das war jetzt eine relativ tolle Auseinandersetzung mit einem riesigen, krabbenähnlichen irgendwas. Die wir aber Gott sei Dank überlebt haben, deswegen ist alles gut. War das? Was war das? Ein Käfer? War das ein Käfer? Hier ist es zu gefährlich, Link. Hier gehen wir nicht mehr hin, ja? Nie mehr. Oh Mann, ey. Oh, wieso bin ich so müde? Verdammt, ich wurde gerade von einem Monster gejagt. Ich kann doch... Ha! Rein da. Alter!
Oh, ist das ein Laden? Komm da rein, das hier ist der Anuki-Laden. Sieh dich um und kauf vor allem ein. Berühre einfach den Artikel, den du kaufen möchtest. Und dann hört man jetzt für 2000 Rubine. Oh, ja. Okay, das merken wir uns mal. Das ist, füllt bei der Niederlage 8 Herzen auf. Ein Schild haben wir doch schon. Glückspostkarten, okay. Das brauche ich aber alles nicht. Ich sollte mir nur merken, dass hier ein Herzcontainer ist für relativ viel Geld. Das erinnert mich gerade daran, dass ich ja nochmal wegen meinem Schild gucken wollte. Ich habe hier ein Schild ausgerüstet. Ich habe ehrlich gesagt nicht den leisesten Schimmer, wie ich das Ding verwenden soll. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ah, nein. Ich bin so hohl. So. Hasse das, wenn das passiert. Ich bewege mich mal langsam. Hier kommen bestimmt wieder gleich. Aha. Geht ihr jetzt mal langsam drauf? Wollt ihr mich verarschen? Alter! Geh schon tot! Los, geh tot! Oh, endlich! Aha! Willst du mich verarschen? Mann! Die Dinger sind ja mal ernst nervig. Ich hoffe, hiervon gibt es nicht so viele. Ich bewege mich mal ein bisschen langsam vorwärts, sonst kann ich noch wieder ankommen. Oh, ein Stempel. Gehen wir mal hoch. Da, ein Stempel. Möchtest du ihn in Nikos Buch aufnehmen? Ja, bitte. So ist gut. Ist der andere da gerade runtergefallen? So. Also mit der Wirbelattacke kriegt man sie auf jeden Fall ganz gut. Wenn man trifft. Das ist natürlich die Voraussetzung. So, und jetzt? Geht's hier weiter? Oh, na toll. Oh, ich sollte mich ein Stückchen weiter von hier wegbewegen. So kriegt man die also platt. Ja, gut zu Hi wissen. So. Hätten wir das auch geklärt? Los. Danke. Gut, dann werf mal weiter Steinchen durch die Gegend. So. Und hier geht's jetzt anscheinend rein. Und ich bin jetzt bei 14 Minuten irgendwas. Und bevor ich da reingehe, mache ich einen Cut. Oh, und irgendwie muss ich gleich mal Cola trinken oder so. Ey, ich werde so müde. Ich hasse das. Ich habe heute erst... Das ist der zweite Part erst, den ich heute aufnehme. Ich muss heute noch was aufnehmen. Sonst habe ich für die Woche überhaupt keine Reserve. Mano. Also wie auch immer. Wir sehen uns zunächst in jedem Fall im nächsten Part wieder. Adios.